Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Weiß 2. Im letzten Part sind wir hier in der Strandgrotte stehen geblieben. Nachdem wir uns mal schön brav ein Terrarium gefangen haben. Und das war ziemlich schnell, muss man sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell Terrarium zu fassen bekommen. Und das ging wirklich sehr schnell, ich glaube 3-4 Versuche und das war's. Also das war wirklich mal echt cool, so schnell Negi zu fangen. Aber allgemein muss man sagen, ja, also zumindest in diesem Spiel bisher, das Musketier-Trio war bisher gar nicht so schwer zu fangen. Also ich habe vielleicht mal ein bisschen länger bei wem war's? Viridium. Ich glaube, da musste ich cutten. Ja, da hatte ich auch gecuttet. Aber so lange habe ich da jetzt eigentlich auch nicht gebraucht. Ich glaube, 20, 30 Bälle maximal und dann war es das. Und bei Terrarium jetzt noch nicht mal 10. Ich glaube, noch nicht mal 5, oder? Es ist gerade mal ein Tag her und ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Naja, egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Strandgrotte stehen geblieben. Lohnt es sich hier? Ja, ich gehe erstmal hier entlang. Erst einmal hier entlang. Und ja, wir sind... ob ich das jetzt so wollte mit Arcani? Ich glaube, das war der... War der das? Ich hoffe nicht. Weil da wollte ich nicht mit Arcani liegen. Er ist es noch nicht, okay. Dann kommt der, den ich meine, gleich. Und das ist ein ziemlich nerviger Gegner. Kann ich mal so sagen. Der nervt ein bisschen. Weil das so elendig lange bei diesem Trainer dauert, bis man den mal besiegt hat. Ja, wir sind gerade auf der Suche nach Team Plasma. Die sich irgendwo hier eventuell verstecken. Und das wollen wir natürlich erst einmal kontrollieren, ob sie auch hier sind. Und von Akromas haben wir ein Gerät bekommen, mit dem man wohl einem Pokémon ja dafür sorgen kann, dass dieses Pokémon nicht mehr den Weg versperrt. Ja, genau dieser Trainer war das. Das ist der nervige Gegner. Wo ich einfach mal mit Blade reingehe, aber ich kann jetzt schon mal sagen, er ist nicht stark, aber er nervt. Er hat es ja schon gesagt, robuste Kiesling. Er hat 4-mal ein Kiesling im Team. Und was haben Kiesling als Fähigkeit? Genau, Robustheit. Das heißt, man kann sie gar nicht one-hitten, außer man hat Multi-Hit-Attacken. Aber die habe ich momentan nicht im Team. Ergo brauche ich jeweils immer zwei Angriffe, um einen Kiesling zu besiegen. Was das Ganze hinauszögert, wenn er da nochmal einen Trank einsetzen sollte oder sowas, würde es nochmal eine Runde länger dauern. Zumindest wenn der Trank es voll heilen sollte. Also mit dem Hypertrank hält er auf jeden Fall voll. Weil ich meine, hat aktuell ein Pokémon von uns 200 KP. Zytomega beinahe. Beim nächsten Level Up wird es vermutlich sogar die 200 KP knacken. Von daher, ja. Werden wir dann auch das erste Pokémon haben, mit dem man in der Theorie nicht mehr mit einem Hypertrank voll heilen könnte. Also sagen wir mal, es hat 202 KP am Ende nach dem nächsten Level Up und ja, wenn es dann auf 1 KP gesenkt wird und wir einen Hypertrank einsetzen, wurde es nicht voll geheilt, weil da fehlt 1 KP. Gut, diese 1 KP ist in der Regel nicht ganz so relevant, aber er kann entscheidend sein.
Gerade, ja, das ist, na gut, so sparst du uns eine Attacke. Das ist natürlich nicht schlecht. Und viel Schaden, ja. Explosion war auch mal stärker. Also gerade in den alten Generationen, da war Explosion extremst beschissen, wenn der Gegner das einsetzt. Weil nicht nur, dass es so eine extremst hohe Stärke hat. Ich glaube, Explosion, was war das? 250? Eine Stärke von 250 oder so hatte Explosion, glaube ich. Oder hat es immer noch. Was ja schon extremst hoch ist. Also von der reinen Stärke her ist es, glaube ich, sogar die Attacke mit dem höchsten... Ja, mit der höchsten Stärke. Nach den K.O.-Attacken halt. Weil die K.O.'n ja immer. Wenn sie treffen natürlich. K.O.-Attacken sind auch so eine Sache. Wenn sie treffen, sind sie gut. Weil dann tun sie den Gegner sofort rausnehmen. Aber ansonsten... Ja, sind die eigentlich für die Katz. Also da braucht man die jetzt wirklich nicht unbedingt. So, genau. Hier wollte ich jetzt nochmal runter... Müssen wir ja auch sogar, wenn wir hier weiter wollen. Ah, ich wollte eigentlich nochmal wechseln, aber egal. So, nebenbei, ich glaube, ich habe auch nachgeguckt gehabt mit Libeldra. Das Blöde, also es hat eine gute Sache und eine schlechte Sache. Die gute ist, es wird noch Drachenklaue erlernen. Ich glaube auf Level 56. Die schlechte hingegen ist, es lernt kein Erdbeben von sich aus. Wir werden also mit Dampfwalze, ja, weitermachen müssen. Weil es keine bessere physische Bodenattacke lernt, von sich aus. Und selbst per Move-Tutor können wir ihm keine besseren beibringen. Schlagbohrer... Ich glaube, Schlagbohrer ist auch nicht wirklich stärker als Dampfwalze. Aber selbst wenn, Libeldra kann sie nicht erlernen. Das ist das Blöde. Die einzige stärker als physische Bodenattacke wäre noch Schaufler. Aber von Schaufler bin ich halt auch nicht so der große Fan. Eben weil sie nicht so oft trifft. Na gut, sie trifft schon, aber... Ja, sie ist halt ein bisschen blöd. Ach ja, hier bauen wir ja genau. Das Verschieberätsel. In dieser schönen Höhle. Ja, Schaufler kostet halt immer eine ganze Runde. Damit man angreifen kann. Und in der Zeit kann man mit Dampfwalze halt schon einmal angegriffen haben, was eventuell sogar dann ausreichend ist. Und ich wollte jetzt eigentlich wieder nicht vorne bleiben. Na egal. Du bist viel stärker geworden, das ist schön für dich. Und ja, das heißt Blöde bei Schaufler, genauso wie Fliegen. Ich bin eigentlich auch kein großer Fan von Fliegen, aber es gibt... kaum gute physische Flugattacken. Das ist das Blöde. Es gibt kaum physische Flugattacken, die sinnvoll sind. Deshalb nutzt man ja auch meistens nur Aeroass oder sowas. Die einzige gute, starke Flugattacke, physische Flugattacke, wäre dann noch Sturzflug. Aber zum einen, die Attacke lernt nicht jeder. Und zum anderen... Sturzflug hat Rückstoßschaden. Wenn du einmal mit Sturzflug angreifst, bekommst du selber Schaden ab. Eben wegen dem Rückstoß, wie bei Bodycheck dann. Und das ist dann halt auch blöd. Also sofern du kein Steinhaupt oder sowas hast, wodurch du halt keinen Schaden bekommst durch Rückstoßattacken, kann es dir eigentlich komplett egal sein. Na gut, nee, nicht egal, dann ist es nicht so gut, wenn du diese Attacke hast.
Mit Steinhaupt ist das kein Problem. Also beim Aerodactyl beispielsweise, das mit Sturzflug, das ist, wäre eine ziemlich ja, starke Kombination, weil ich glaube, das hat Steinhaupt. Bekommt so keinen Luxusschaden. Und kann mit dem Stab-Sturzflug enormen Schaden zufügen. Das wäre eine super Kombi. Dazu hat es ja noch einen recht guten physischen Angriff und es ist schnell. Also das wäre eine super Sweep-Kombi. Eine gute Kombi für einen physischen Sweeper, das wäre extrem gut. Aber naja, hat halt nicht jedes Pokémon. Das ist das Doofe. So, damit wären wir hier jetzt eigentlich auch soweit fertig. Es fehlt nur noch da, wo dieser Felsen war. Wo wir ja, also was wir ja eben gesehen haben. Aber ist da unten eins? Nein. Wo ist denn dieses versteckte Item dann? Ja, Schutz nochmal aktivieren. Ja, hier. Cool. Ein Indigo-Stück, ja gut. Hat man eins mehr für den Move-Tutor. Sollten wir den jeweils mal gebrauchen, falls wir den jeweils mal gebrauchen sollten, haben wir nun ein Indigo-Stück mehr und eventuell tut das ja uns eine bessere Attacke ermöglichen. Auch wenn ich jetzt schon weiß, ich werde den wahrscheinlich nie benutzen. Aber naja. So, dann klick mir den mal an. Möchtest du den Akromat auf den großen Felsbogen anwenden? Ja, möchte ich. Kastellit! Ein Kastellit, genau. Haben wir schon auf Route 4 damals gesehen, also nach Strator City. Kastellit werde ich mir jetzt nicht fangen, ich werde das einfach besiegen. Ich glaube, das hat sogar Robustheit, oder? Ich meine schon. Ja, aber ich glaube, das muss nicht unbedingt Robustheit haben. Oder fangen wir es uns einfach? Ach komm, wir haben genug Hyperbälle. Er versucht mal zu fangen. Eventuell klappt es ja beim ersten Versuch, eventuell nicht. Okay, es bleibt drin, das ist nicht schlecht. Damit hätten wir sogar ein Kastellit. Und ein Pokémon mehr im Pokédex. Warum nicht? Ein Gesteinskäfer-Pokémon. Ja gut, dadurch wird die Gesteinsschwäche halt egalisiert, genauso wie die Feuerschwäche. Aber es hat noch eine Wasserschwäche und eine Bodenschwäche, ne? Und ich glaube auch eine Stahl. Und da ist sogar das Schiff von Team Plasma. Also lagen wir ja doch richtig mit diesem Weg hier, also dieser Route. Du hast sie also gefunden? Ich wusste doch, du schaffst das. Aber wie kommen wir da jetzt rein? Wartet! Eine Schwerbrücke hat sich feierlich herabgesenkt. Benson, das sollte passen. Und ich dachte, du hättest keine Ambitionen gegen Team Plasma zu kämpfen. Meine Freunde, ich habe keine Probleme mit Team Plasma. Es kann schon sein, dass sie wirklich allerlei Böses aushecken. Aber nur weil sie alle sagen, sie sind böse, will ich sie nicht vorschnell verteufeln, ohne mir selbst eine Meinung gebildet zu haben. Das ist einfach nicht mein Stil. Doch wenn ihr Hilfe braucht, dann will ich euch auch helfen. So viel ist auf jeden Fall klar. Danke. Hört mal her, ihr müsst an etwas glauben. Die gestohlenen Pokémon zu suchen ist auf jeden Fall ehrenwert. Die eine Region vor der Eister zu bewahren ist ebenso nobel. Jeder Grund ist im Prinzip recht. Was zählt ist das Warum. Je stärker ihr an etwas glaubt, desto stärker werdet ihr werden. Ihr und eure Pokémon. Ich war ein bisschen laut, da sind ein paar Leute aufgetaucht. Also dann, immer schön vorsichtig sein. Ja, und ich dachte schon, okay, das sollten die doch eigentlich bemerken, dass da auf einmal die Brücke runtergeht, oder? Naja, was soll das? So ein Drückeberger. Na, vielleicht war er ja auch nur auf seine ganz eigene Art freundlich. Also los, nichts wie rein. Jo, wenn du meinst, mal gucken, gibt's hier noch irgendwo was? Sieht nicht so aus. Ne, hier gibt's nichts mehr, dann kann ich eigentlich auch das Itemradar schließen, weil hier sollte es eigentlich keine versteckten Items geben. Die überlasse ich dir, die schaffst du doch locker, oder?
Hier, ihr gehört zu diesem Typen mit der lustigen Badhose, der die Gangway heruntergelassen hat. So ein Mist, ihr habt sogar das Kastellit beseitigt, das euch den Weg versperren sollte. Auf geht's, Plasma! Immer mit der Ruhe, Junge. Warum pöllen die eigentlich immer ihren Namen? Also ihren Teamnamen. Richtigen eigenen Namen haben die ja nicht mehr. Dann legen die wohl ab, sobald sie Team Plasma beigetreten sind. So, wie heißt du denn? Karl-Heinz. Okay, ab sofort heißt du Team Plasma-Rüpel. Und nicht mehr Karl-Heinz. Okay. Wie heißt du? Team Plasma-Rüpel. Ja, guter Junge. Ja, hast du Gigs. Bist jetzt auf der dunklen Seite der Macht. Oder so ähnlich. So läuft das bestimmt ab bei Team Plasma. Beim Bewerbungsgespräch hast du gerade die Bewerbung hingeschrieben. Haben gelesen, ach, der Karl-Heinz, okay. Karl-Heinz Udo. Karl-Heinz Udo Westerwelle, genau. Verflixt, die Gangway ist noch nicht hochgezogen. Also gut, diesmal werde ich dieses Schiff genau unter die Lupe nehmen. Neulich in Maria City kam Biolatius von dort drüben. Ja, möglicherweise. Die versperren hier alle den Weg. Da ist nichts. Ist der Typ hier am Pennen? Ja, der scheint zu schlafen. Ist das vielleicht eine Anspielung auf damals die Kanto-Region mit der Sylphco? Mit Team Rocket damals? Da konnte man ja erst nachdem man bestimmten Orden errungen hat. Zur Sylphco? Nee, gar nicht wahr. Man musste erstmal in Prismania City das Team Rocket Versteck gemacht haben. Danach ging's zu Dings. Hier ist es. Los, lass uns gehen. Nachdem man da Giovanni besiegt hatte, konnte man da hingehen. Wer seid ihr denn? Nur, dass du es weißt, ich bin jetzt richtig sauer. Wow, ich sollte nicht so rumbrüllen. Das geht auf die Stimme und dann muss ich husten. Ich hoffe, ich vergesse es nicht rauszuschneiden. Aber normalerweise vergesse ich sowas ja nicht. Aber nur normalerweise. Es kann auch schon mal sein, dass ich sowas vergesse. Einfach weil es direkt an der Audiospur war oder so. Ich denke mal, Vipitis ist für mich das Gefährlichere, deshalb greife ich das an. Ja, mit Team Plasma war es ja... Team Plasma. Team Rocket damals bei der Sylphco. Bevor man in die Sylphco konnte, stand da ein Team Rocket-Rüpel vorm Eingang. Und der hatte geratzt. Also der hat geschlafen. Und weil er geschlafen hat und halt den Weg versperrt hat, konnte man nicht weiter. Also man konnte nicht da hinein. Und hier ist es ja genauso. Der Team Plasma-Rüpel ist am Schlafen. Und deshalb kommt man da nicht rein. Ist das so ein kleiner Running-Gag seit damals? Ich weiß gar nicht, war das auch in späteren Spielen so? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe auch nicht mal so die ganzen alten Spiele wirklich im Kopf. Also in der dritten Generation war es, glaube ich, nicht so der Fall. In der zweiten weiß ich es nicht, in der vierten meine ich auch nicht. Na gut, dann ist es kein Running Gag. Schwertanz. Nee. Kriegst du nicht beigebracht, nur falls. Ich glaube, das ist auch eine TM, also das könnten wir dir auch nochmal beibringen zur Not. Von daher brauche ich gerade nicht. Ich wüsste auch nicht, wofür ich das beibringen lassen soll. Ich könnte Blade dann so später als physisches Pokémon spielen, aber mit Surfer und alles ist mir eigentlich lieber. Also so ein Mixed-Pokémon ist für mich Admurai meistens. Nassschweif wird später durch Kaskade ersetzt und dann ist alles okay. Ich muss die anderen warnen. Oh nein, wir müssen die Schalter bewachen. Die hatten für Lilou nicht dabei. Das sind Barrieren. Außerdem gibt es hier ein Gerät, in das man ein Passwort eingeben kann.
Das heißt, wir müssen das Passwort herausfinden, um die Barrieren zu deaktivieren. Drake, wir teilen uns auf und suchen nach dem Passwort. Ja, in der Theorie könnte ich das jetzt hier, glaube ich, sogar schon eingeben, weil ich weiß in etwa, welche Passwörter es hier gibt, die man auswählen kann. Aber, nee, das lasse ich mal. Ich weiß auch gar nicht, ob das... Nee, warte mal, man bräuchte, glaube ich, noch so eine Keycard und dann kann man das erst eingeben, stimmt. Also würde das eh noch nicht gehen. Naja, schon wieder? Hoppla. Seh mich nicht so misstrauisch an. Ich trage zwar diese Klamotten, aber ich gehöre nicht mehr zu Team Plasma. Ich bin als Spion hier, für den Fall der Fälle. Es muss schwer sein, seine ehemaligen Kameraden zu bespitzeln. Sag mal, weißt du etwas über ein Felilu, das ihr in Ventura City gestohlen habt? Darüber weiß ich nichts. Das dachte ich mir, von einer Bande, die die Weltherrschaft an sich reißen wollte, habe ich auch nichts anderes erwartet. Aber ich wollte damals wirklich die Pokémon retten. Ja, ja, sicher. Naja, nein, scheiße, ich wollte jetzt den Kampf gar nicht starten. Naja, gut, dann mache ich diesen Kampf jetzt halt noch zu Ende und dann beende ich den Part auch schon mal. Ich wollte jetzt noch ein paar direkten Anschluss aufnehmen. Es ist gerade Wochenende, das passt halt und ich wollte ein bisschen im Voraus aufnehmen. Damit halt sowas wie letztens nicht passiert, dass auch wirklich jeden Tag ein Part kommen kann. Und ich für den Fall, wow, Turmkick, ja gut, hättest du ruhig mal missen können. Dass für den Fall, dass ich mal keine Lust habe oder nicht kann, Videos aufzunehmen, dass ich halt auch ein bisschen was im Voraus habe, damit ich auch wirklich ein Part bringen kann jeweils. Naja gut, von daher würde ich nun erst einmal sagen, war's das mit Pokémon Weiß 2 für heute. Ich hoffe, das Video hat euch ein klein wenig gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet, wenn wir hier auf Team Plasmas Fregatte weitermachen. Und bis dahin, ciao, ciao, Leute.